und noch Nummer 246. Ab ist einmal der Herr.
Versammlung, Gäste, wenn da sind, recht herzlich willkommen zu dieser zweiten Passionsversammlung, wie wir die so nennen, mit Pastor Raphael Friesen aus der Mennonitengemeinde Concordia aus Asunción. Wir grüßen ihn auch heute recht herzlich willkommen. Es geht heute um das Gebet. Ich wünsche uns bei dieser Predigt, die wir heute aufnehmen, dass sie wieder unser täglich Brot wird, wie es Jesus uns in seinem Gebet vom Vater unser sagt. Unser täglich Brot gib uns Tag für Tag. Möge der Friede Gottes mitten unter uns sein, dass wir offene Herzen, offene Ohren haben, die Botschaft zu empfangen. Ich lese uns zu Anfang Lukas 11, die ersten paar Verse. Und es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er, Jesus, aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht so. Und dann lehrte er seinen Jüngern das Vaterunser. Und das hat er uns auch mitgegeben und gelehrt: So sollen wir beten. Und ich bitte uns aufzustehen und wollen wir alle gemeinsam das Vaterunser zum Anfang beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns. Wir singen gemeinsam weiter ein Versammlungslied und dann singt die Gruppe uns noch ein Lied und danach kommt die Predigt von Raphael Friesen. Nummer 247. Oh.
Ich habe noch nie einen Christen getroffen, der behauptet hat, dass Gebet nicht sehr wichtig sei. Und wenn man sich dann so austauscht über das Gebetsleben und wir vergleichen diese Wichtigkeit, der wir vom Mund raus dem Gebet geben, mit der Realität in unserem Leben, dann scheint es oft nicht gut zusammenzupassen. Das Paradox am Gebet ist ja, dass es zum einen die leichteste Sache der Welt ist. Ja, jedes Kind kann beten, wenn es sprechen kann. Und zum anderen scheint es oft so schwer zu sein. Gebet kann die langweiligste Sache im Leben sein, die es gibt. Es kann aber auch das Begeisterndste werden. Und das größte Buch der Bibel ist ja voller Gebete, Gebete, Lieder, ja? Gesungene Gebete sozusagen, die Psalmen. Wenn man die Psalmen schaut und mit welcher Leidenschaft die Psalmen aufgeschrieben wurden und alle möglichsten Gefühle kommen vor, von Rachegefühlen über die Herrlichkeit Gottes empfinden, eine sehr starke Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes im Leben, über Lobpreis, wo alle Instrumente mit viel Jauchzen und Jubeln eingesetzt werden, bis hin zu den Klagepsalmen. Es gibt übrigens mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Und da sieht man, Gebet kommt aus dem Inneren und ist die leidenschaftlichste Sache, die es geben kann. Heute wollen wir über Jesu Gebetskampf im Gethsemane nachdenken und 6 Punkte rausnehmen, was Gebet ist. Und am Schluss der Predigt wollen wir mit einer Gebetszeit schließen. Ich werde dann weitere Anleitungen dazu geben. Interessant ist ja, dass die Jünger, die sagen fast niemals zu Jesus, lehre uns mal dies oder lehre uns mal das. Ja, Jesus hatte den Plan gemacht, das Curriculum, was die Jünger lernen sollten, außer beim Gebet. Die Jünger hatten Jesus beim Gebet beobachtet und dann kam er zurück und irgendwas muss er ausgestrahlt haben. Irgendwas haben sie bei ihm beobachtet, wo sie zu Jesus sagen, lehre uns zu beten. Gebet muss gelernt werden. Gebet muss eingeübt werden. Man lernt zu beten, indem man es tut und eigentlich nicht, indem man darüber predigt. So, nachdem ich heute eine halbe Stunde darüber gepredigt habe, werden wir noch keine besseren Beter sein als vor der Predigt. Aber wenn wir das anwenden, dann werden wir dann wachsen können. Ich will mit euch den Text lesen aus Lukas 22, Vers 39 bis 46. Und viele sagen, dass vielleicht der schwerste Moment in der ganzen Passionswoche und
dieser Moment für Jesus gewesen ist. Vielleicht sogar schwerer, als am Kreuz zu hängen. Denn es ist schon interessant, dass nach diesem Kampf, wo Jesus sogar so weit kam, wo er Blut geschwitzt hat, nachher ist er ganz ruhig durch den ganzen Prozess, durch Verhör, durch Spott und Folter und Kreuzigung gegangen. Lesen wir den Text. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Und die anderen Evangelien, anstatt Ölberg, schreiben die Gethsemane. Also es ist, der Gethsemane-Garten war wahrscheinlich Teil des Ölbergs. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen. Ja, der Luther gleich schreibt hier einen Steinwurf. Weit entfernt, wie weit war das? Das hängt davon ab, wie stark die Person ist, die den Stein wirft, aber es könnten 50 Meter sein. Ein Stück weit von ihnen kniete nieder und betete. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus weckte sie auf und rief, warum schlaft ihr nicht? Warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Erster Gedanke. Gebet ist Gewohnheitssache. Ja? Jesus ging wie gewohnt zum Gethsemane, um zu beten. Jesus hatte einen Ort, wo er immer wieder hinging und vielleicht auch eine gewisse Zeit und Routine, wo er immer wieder hinging. Im Lukas-Evangelium lesen wir von drei Gewohnheiten, die Jesus hatte. Eins war, als er noch kleiner war, mit seinen Eltern zu den Festen gehen, wo die ganzen Juden hingingen, zum Beispiel das Passafest. Das andere war das Gebet. Und die dritte Gewohnheit war, am Sabbat in die Synagoge gehen. Ja, irgendwie hatten seine Eltern das mit ihm eingefallen. Diese Sachen sind wichtig, egal ob du Lust hast oder nicht, das machen wir. Das ziehen wir durch, weil das gut ist. Und das hat er als Erwachsener weitergeführt und für ihn war es zur Gewohnheit geworden. Oft hat er sogar übernachtet, hier beim Gethsemane, um mit seinem Vater durch die Nacht und durch Gemeinschaft zu haben. Und vielleicht hat er dann auch noch irgendwann da geschlafen, wahrscheinlich ja. Es ist ja so, dass wir alle im Leben, eigentlich wissen wir das, dass gewisse Sachen, die wichtig sind, und wozu wir vielleicht nicht immer Lust haben, die üben wir ein. Und wer dann Kinder hat, der macht das dann von Anfang an. Ich übe mit meinen Kindern Zähne putzen. Haben die irgendwann Lust, Zähne zu putzen? Nein, niemals. Und zum Duschen haben die auch nicht Lust. Aber ich mache das und ich ziehe das durch und es gibt keine Wahl. Ob die Lust haben oder nicht. Warum? Wir wissen, es ist gut, wenn Kinder lernen, regelmäßig Zähne zu putzen. Und irgendwann, wenn die das dann erst einmal drin haben, wenn die erst 5, 6 sind, 7, dann ist das kein Ding mehr. Es ist einfach, gehört dazu, ist Teil vom Leben und ich putze meine Zähne und ich gehe dann duschen. So, Gehirnforscher sagen uns, dass wir, wenn wir Sachen wiederholen, immer wieder dasselbe machen, dass wir hier Wege ausfahren im Gehirn. Es gibt da so ein Buch von einer Ärztin, Caroline Leaf, in Spanisch heißt das Quien desconectó mi cerebro. Ja, sie hat über viele Jahre Gehirnforschung getrieben und erklärt auf sehr interessante Art und Weise, wie sich Gewohnheiten bilden. Man fährt regelrecht Gleisen aus im Gehirn. Deswegen, der Mensch ist ja zum größten Teil ein Gewohnheitstier. Ja, deswegen fällt es uns manchmal auch schwer, Gewohnheiten zu ändern. Ja, wenn man seine Uhr immer an der linken Hand hatte und irgendwann
wenn man die mal an der rechten Hand macht, dann ist es sehr unangenehm. Ja? Oder wenn man seine Arme kreuzt so, ich mache das immer so und dann versucht das mal anders zu machen. Das fühlt sich einfach schlecht an. Das ist die Kraft der Gewohnheit. Ja, wenn wir schaffen, Gleisen auszufahren und mit meinem Mate morgen stehe ich auf, was weiß ich, eine Stunde bevor ich zur Arbeit muss und da habe ich meine Gebetszeit, da liegt eine große Kraft drin. Und die dann eine Routineänderung haben, wo ein kleines Kind dazukommt oder wo man umziehen muss oder wo man anfängt zu studieren, da kommt dann die stille Zeit oftmals erstmal ins Wackeln. Aber irgendwann kann man dann auch wieder da eine Routine einfahren. Gebet ist Gewohnheitssache, das ist das, was wir hier bei Jesus sehen. Zweitens, Gebet befähigt, Versuchungen zu widerstehen. Ja? Jesus geht mit seinen Jüngern zum Garten. Und er sagt zweimal, einmal am Anfang, ihr sollt beten und wachen, warum? Warum sollten die Jünger beten und wachen? Es war ja nachts, die Nacht ist ja zum Schlafen. Ja. Damit ihr der kommenden Versuchung widersteht. Und dann geht Jesus weg, kommt zurück und dann schlafen die. Ja. Und dann weckt er die auf und dann sagt er, ihr müsst beten und durchhalten, um der kommenden Versuchung zu widerstehen. Welche Versuchung meinte Jesus? Sowohl die Jünger standen vor einer Versuchung, wie auch Jesus selbst. Die standen beide vor einer Versuchung. Was war die Versuchung der Jünger? Die Jünger hatten ja eben hochheilig versprochen, Jesus, was immer dir passiert, wir sind bereit, auch mit dir zusammen zu sterben. Wir werden dich nicht verlassen. Ja, der Petrus war dann mal der Wortführer und die anderen, die haben sich dann irgendwie angeschlossen. So, die Versuchung war, Angst zu kriegen und ihr Versprechen zu brechen und wegzulaufen. Und Jesus wusste ganz genau, wenn die Typen sich hier nicht im Gebet vorbereiten vorher, dann werden die nicht die Kraft haben, das auszuführen, was sie versprochen haben und was ja auch gut gemeint war. Was war die Versuchung von Jesus? Jesus hatte hier die reale Versuchung, nicht diesen Leidensweg zu gehen, den der Vater für ihn vorbereitet hatte. Und er wusste auch ganz genau, Jesus war ja als Mensch mit seinen Begrenzungen da. Er wusste ganz genau, ich muss das im Gebet durchkämpfen, sonst werde ich nicht die Kraft haben, diesen Weg zu gehen. So, was passierte? Jesus betete, Gott sei Dank konnte er gehorsam sein und diesen Leidensweg gehen. Was passierte mit den Jüngern? Die schliefen ein und als der Moment der Versuchung da war, dann waren die alle weg. Wessen Gebetsleben ähnelt deines mehr? Das von Jesus oder das von den Jüngern? Ich könnte euch Geschichten erzählen, wie ich eingeschlafen bin beim Beten und dann finde ich mich bei den Jüngern wieder. Ja? Dann wacht man irgendwann auf und dann liegt das Büchlein oder die Bibel daneben. Oh, ich wollte ja Bibel lesen, aber ich hatte zu lange Fußball geschaut und war dann eingeschlafen. Ja. Vor einigen Jahren wurde das Spiel Pokémon Go sehr populär. Ich weiß gar nicht, ob man das hier auch gespielt hat. Ich weiß, dort in der Concordia-Schule, ist unglaublich, ja, eigentlich ein doofes Spiel. Das verbindet die virtuelle Welt mit der realen Welt. Und dann waren so überall in der Stadt dann virtuelle, diese Pokémons dann verteilt. Und dann musste man dann mit seinem Handy dann dahin gehen. Sagen wir mal, beim Supermarkt ist einer, dann gehe ich dahin und schieße den dann hier so ab und dann kriege ich Punkte. Ja. Und das wurde zu einem Suchtverhalten, das Spiel. Unglaublich. Und es hat viele Geschichten gegeben in der Zeit, wo Spieler von dem Spiel über die Straße gegangen sind, ohne zu schauen, ob ein Auto kommt. Und das hat deswegen Unfälle gegeben, weil die so fixiert auf ihr Handy waren und den nächsten Pokémon suchten. In Ecuador kam einmal raus, dass ein paar Kanadier festgenommen wurden in den Vereinigten Staaten, weil sie über die Grenze gegangen waren, ohne ihre Dokumente zu präsentieren. Was will ich damit sagen? Wenn man so fixiert auf eine Sache ist, dann blendet man all das andere, was es im Leben gibt, auch noch aus. Und da glaube ich, das ist da, wo Leute lernen, Gemeinschaft mit Jesus zu verbringen, ihren Blick auf Jesus zu richten,
Ja, all die Versuchungen, all die Angebote, die sind immer noch da wie vorher. Aber mein Blick ist so fest auf Jesus gerichtet. Ich habe meine geistlichen Muskeln trainiert, indem ich regelmäßig Zeit mit Gott verbringe, dass die Versuchungen nicht mehr so stark auf uns einwirken. Ich glaube, das ist das, was Jesus hier schon gelernt hatte und was die Jünger noch nicht gelernt hatten. Ich begleitete mal einen jungen Mann, der kämpfte mit einer Sache vor Jahren. Und der kam wirklich aufrichtig. Der war immer so ehrlich und hat gesagt, was ihm passiert war und so. Und ich habe all meine seelsorgerlichen Werkzeuge herausgeholt und jetzt würde ich den mal bearbeiten. Und Woche nach Woche, wir kamen einfach nicht voran. Es gab keinen Fortschritt. Und irgendwann saßen wir, nichts hatte geholfen, er wollte wirklich. Und ich wollte ja natürlich auch helfen und meine ganzen Rezepte waren am Ende und wir saßen da, waren still, keiner sagte was. Und ich fragte im Stillen Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung mehr, ich bin mit diesem Typ am Ende. Und dann kam mir eine Frage in den Sinn und dann fragte ich ihn, wie sieht es mit deiner stillen Zeit aus? Da war er eine Weile still und dann sagte er, warum hast du das nicht viel früher schon gefragt? Und dann merkten wir, dass er überhaupt kein Gebetsleben entwickelt hatte. Kein regelmäßiges Bibellesen, keine Gemeinschaft mit Gott. Und dann fingen wir an, einen Plan aufzustellen. Ja, musste er Sprüche lesen. Und dann haben wir, ja, Angewohnheit machen, Gleisen ausfahren, Disziplin. Ja, jeden Tag ein Kapitel und dann musste er aufschreiben, sein Mef, was ist dir aufgefallen von diesem Kapitel? Nächstes Mal, wenn er kam, dann sprachen wir darüber. Und wir füllen unsere Gedanken mit der Wahrheit Gottes. Und im Moment der Versuchung gibt uns das die Kraft, gute Entscheidungen zu treffen. Kommen wir zum dritten. Gebet ist Kampf. Jesus hat so sehr gekämpft, dass Blutstropfen kamen. Ich las in einem Kommentar, dass man heute auch das Phänomen kennt der Medizin. Und die Ärzte werden das vielleicht wissen oder korrigieren mich nachher. Da in dem Buch stand Hämatohidrose, so heißt das. Wenn Leute so stark irgendwie in einer Situation extremer Angst oder Verzweiflung sind, dann gibt es tatsächlich, auch bis heute, dass dann Blut getropft wird. Und interessant ist, das Wörtchen, das hier benutzt wird, im Urtext, im Griechischen, da steht Agonia. Ja, und wir kennen ja dann das Wort Agonie, auch im Deutschen, auch im Spanischen Agonia, ist, wenn eine Person Todesängste durchsteht, dann wird das Wort benutzt. Ohne diesen Kampf, ohne dieses inständige Gebet, wäre Jesus nicht fähig gewesen, nachher den Weg zu gehen. Interessant ist zu sehen, wie betete Jesus hier. Einmal finden wir, Jesus kniete. Ja, er kniete, knien. Knien ist eine Geste, die wir sehr viel in der Bibel finden. Sehr viel. Und den Text, den wir gestern hier hatten, da steht ja, es gibt zwei Arten von Menschen. Alle werden sich knien irgendwann vor Jesus. Einige werden es freiwillig hier tun und der Rest wird es unfreiwillig tun nachher. Aber jeder wird sich knien. Ja, in den Ansiedlungsjahren von Manu, so habe ich das verstanden, da hat man regelmäßig in den Gottesdiensten gekniet, um zu beten. Eine tief biblische Praxis. Heute schämen wir uns, wenn wir uns im Gottesdienst hinknien. Was werden die anderen über uns denken? Ja? Vielleicht ist das eine Sache, die wir uns irgendwann hinterfragen wollen. Vielleicht ist das eine Praxis, die wir irgendwann wieder zurückgewinnen wollen. Jesus kniete. Dann in Hebräer 5, wo über diese selbe Situation im Gethsemane gesprochen wurde, da steht, dass Jesus geweint und geschrien hat. Also der kniet und weint und schreit. So betet Jesus. Wir müssen ja uns auch überlegen, Jesus war ja etwa 50 Meter weitergegangen als seine Jünger. Seine Jünger waren nachher fähig,
den Text aufzuschreiben, den Jesus da gebetet hat. Wie wussten die, was Jesus 50 Meter weiter gebetet hat? Also die einzige Erklärung, auch im Licht aus dem Text von Hebräer 5, ist, Jesus hat so laut geschrien, dass die Jünger es hier verstanden. Natürlich, nachher sind sie eingeschlafen, aber bevor. Deswegen konnten die in den Evangelien aufschreiben, was Jesu Gebet da war. Wann hast du so zum letzten Mal so wie das gebetet? Matthäus, der schreibt auch, wir haben ja dieses Gethsemane in den verschiedenen Evangelien. Matthäus steht, dass Jesus dreimal dieses Gebet gemacht hat. Warum betet Jesus dreimal dieselbe Sache? Hatte Gott irgendwie, sein Vater beim ersten Mal noch nicht verstanden, was er meinte, und dann musste Jesus das nochmal sagen, damit der Vater irgendwann das versteht? Nein. Gott weiß schon vorher, bevor wir beten werden, weiß er schon, was wir sagen werden. Warum wiederholt Jesus sich dreimal? Ja, er betet, geht zu seinen Jüngern, betet nochmal dasselbe, geht zu seinen Jüngern, betet nochmal dasselbe. Wir brauchen Gott nicht informieren, wenn wir beten. Aber wir brauchen es zu fühlen, dass wir abhängig sind von Gott und dass wir deswegen insistieren in unseren Gebeten. Wir haben ja sehr interessante Geschichten auch im Alten Testament, zum Beispiel der Prophet Elia und danach der Elisa, sein Nachfolger. Die haben für ein totes Kind gebetet, haben einmal gebetet und da passierte nichts. Ja. Tendenziell würden wir heute vielleicht sagen, okay, der Wille Gottes ist, dass es so bleibt, ich bete nicht mehr. Aber die Propheten haben es anders gemacht. Die haben dann ein zweites Mal gebetet. Dann passierte immer noch nichts. Und dann ein drittes Mal. Was passierte beim dritten Mal? Der Junge wachte auf. Oder wie der Elia für Regen gebetet hat. Ja? Und den müssten wir uns vielleicht nochmal irgendwann hierher bestellen, um uns einen Gebetskurs über, wie man Regen nach unten beten kann. Ja, als es schon 3 Jahre nicht geregnet hatte in Israel, wie betete der? Ja, er ging irgendwann auf einen Berg und mit seinem Diener dann und hat dann irgendwie eine komische körperliche Position eingenommen, hat er einmal gebetet. Dann hat er seinen Diener geschickt, geh mal schauen, wo ist der Regen? Da war keine Wolke. Zweites Mal gebetet, wieder, dritte, vierte, fünfte, sechste Mal. Beim 7. Mal war eine Wolke, die war so groß wie die Hand. Jetzt wird der Regen kommen und dann muss der schnell laufen. Also, um nicht ganz nass zu werden. So, Christoph hat erst zur Einleitung aus Lukas 11 gebetet, wo Jesus mit seinen Jüngern über das Gebet spricht. Etwa, wenn wir würden weiterlesen, da erzählt Jesus ein Gleichnis, wo er sagt, wie wir beten sollen. Und das ist so, wie wenn ein Freund spät abends Gäste kriegt und dann geht er nachts und er hat kein Essen zu Hause. Und dann geht er nachts zu seinem Freund, der schon schläft mit seinen Kindern alle in einem Zimmer und klopft da an und sagt, hey mein Freund, jemand ist zu Gast gekommen, ich kann ihm kein Brot geben, kannst du mir Brot geben? Und der Freund, der schläft schon und sagt, nee, ich habe keine Lust, geh nach Hause. Und der da draußen, der ist so lange, der insistiert so lange und wird so unverschämt, dass der irgendwann aufsteht und sagt, naja, damit du mich endlich mal in Ruhe lässt, gehe ich Brot holen und dann nimm dein Brot und geh zu deinem Gast. Und dann sagt Jesus, so sollt ihr beten. Unverschämt werden, anhaltend werden und es wiederholen. Warum will Gott, dass wir das machen? Ich weiß es auch nicht wirklich, aber er will es. Und dann wird er hören. Und dann wird er uns das Brot geben, das wir von ihm erbeten. Oder uns dann den Frieden geben und die Fähigkeit, mit der Situation zu leben, wie sie ist. Ja. Daniel, der Prophet, fastete und betete 21 Tage und dann kam der Engel. Ich habe mir schon öfters die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn er am 20. Tag aufgegeben hätte? Ja, also die Bibel ist voll von diesen Beispielen. Viele von euch kennen vielleicht Valerianus Keller. Der hat mir mal seine Geschichte erzählt und irgendwann fragte ich mal, gibst du mir die Erlaubnis, einen Teil von deinem Zeugnis öffentlich zu erzählen? Da sagt er, kein Problem. Ja, wenn jemand weit ab von Gott war, dann war es er. Und dann hat seine Mutter ein Heer von Frauen mobilisiert,
um eine Gebets- und Fastenkette für seine Bekehrung zu organisieren. 30 Frauen, sagt er. Und die haben 3 Monate lang, hat diese Kette, die ist nie abgebrochen, ja, bis die radikale Bekehrung in sein Leben kam. Wenn wir im Gebet kämpfen um Sachen, dann passiert, und durchhalten und nicht vorher aufhören, bevor der Prozess von dem Gebet zu Ende ist, dann passiert immer eins von 2 Sachen. Erstens, entweder hört Gott auf unser Gebet, er hört es und er erfüllt unsere Bitte, oder er gibt uns die Fähigkeit und den inneren Frieden, mit den Umständen zu leben, wie sie sind. Bevor eins von den 2 Dingen eingetroffen ist, sollten wir nicht aufhören zu bitten. Und ich will dir heute die Frage stellen. In welchem Bereich deines Lebens bist du vielleicht mutlos geworden und hast aufgehört zu beten, weil Gott ja sowieso nichts macht? Vielleicht brauchst du noch etwas mehr, einfach Durchhaltevermögen, um eins dieser 2 Resultate zu kriegen. Entweder bis so lange insistieren, ja, wenn Elia 7-mal nacheinander für Regen beten konnte, bete weiter, bete weiter. Und wenn Gott nicht dein Gebet erhöht, dann im Gebet gibt es auch immer wieder diese Momente, wo wir dann inneren Frieden kriegen, mit den Umständen zu leben, in die Gott uns hineingesetzt hat. Kommen wir zum 4. Gebet ist Ausdruck meiner Wünsche. Wisst ihr, was ich so genial finde an diesem Gebet von Jesus? Jesus wusste ganz genau, was der Wille seines Vaters war. Ja? Dafür war er auf diese Erde gekommen und dafür war er schon 30 Jahre da. Und er wird ja oft, jeden Tag wird das ihm wahrscheinlich durch die Gedanken gegangen sein. Als Kind, als Teenager, als Jugendlicher, bis 30, 33 Jahre, jeden Tag. Okay, irgendwann kommt der Moment, da muss ich ans Kreuz. Dafür bin ich hergekommen. Ja? Der wusste das. Der wusste das. Und trotzdem wagt er sich, einen Wunsch zum Ausdruck zu bringen, der diesem Willen Gottes entgegengeht. Also widerspricht. Ja, das müssen wir uns mal vorstellen. Jesus betet für etwas, wo er ganz genau weiß, dass es nicht Gottes Wille ist. Was bedeutet das für mein Gebetsleben? Was bedeutet das für dein Gebetsleben? Manchmal sind wir uns unsicher. Darf ich für diese Sache beten oder für die Sache? Wir dürfen für alles beten. Für alles. Ja, Gott freut sich, wenn wir mit unserem Anliegen zu ihm kommen. Und wenn wir uns richtig von jemandem verletzt fühlen und über jemanden geärgert haben, dann dürfen wir damit zu Gott kommen, dann dürfen wir einen Rachepsalm aufschreiben. Und das Interessante ist ja, indem wir uns bei Gott sozusagen entladen, werden wir fähig, diese Rachegedanken bei ihm abzugeben und er wird dann für Gerechtigkeit sorgen und dann muss ich das nicht mehr machen. Ich brauche nicht ständig meine Motive oder mir die Frage stellen, wird das Gott jetzt gefallen, was ich sage oder nicht? Ich darf mit allen Dingen zu Gott kommen. So wie meine Kinder mit allen Dingen zu mir kommen können und ich die nicht wegschicken werde, auch wenn es sehr kindische Wünsche vielleicht sind, die sie haben. Jesus betet für etwas, wo er eigentlich ganz genau wusste, dass es nicht Gottes Willen entsprach. Und das ist ein Zeichen von Vertraulichkeit, von Vertrauen. Ja, manchmal haben wir Gefühle in uns, die sind sehr unheilig. Ja? Aber Gefühle sind niemals Sünde. Ja? Gefühle können dann uns zu Taten führen, die Sünde sind. Aber ein Gefühl an und für sich und die Tatsache, dass ich vielleicht mit irgendeiner Versuchung kämpfe, ist auch nicht Sünde. Ja? Und dann darf ich damit zu Jesus kommen und im Gebet und zu Gott sagen, dies ist jetzt ein Gefühl. Kannst du mir irgendwie helfen, gesund damit umzugehen und mich davon nicht zu Sachen leiten zu lassen, die ich nachher bitter bereuen werde? Immer wieder kämpfen Leute im Gebet auch damit, dass sie sehr viele andere Gedanken haben. Ja? Die Gedanken gehen irgendwo hin, nur nicht, man kann sich nur nicht auf Gott im Gebet konzentrieren. Und was da hilfreich ist, was einer unserer Lehrer auch mal sagte,
Stell deine Gedanken nicht ab, wenn du anfängst zu beten. Wenn du zu Gott kommst ins Gebet, dann nimm ihn einfach in das hinein, was dich jetzt beschäftigt. Ja, wo sind meine Gedanken? Wo waren denn meine Gedanken jetzt rum? Und ich nehme Gott mit, ich nehme Jesus mit in dieser Gedankenwanderung. Ja, und wenn ich mich Sorgen darüber mache, dass ich meinen Kredit nicht abzahlen kann, dann nehme ich Gott mit in diesen Sorgen und bewege das Thema mit ihm. Das ist nicht meine Gedanken abschalten, damit ich jetzt frei bin, um zu beten, sondern das, was mich jetzt beschäftigt, da nehme ich Gott einfach so mit hinein. Ja, dann haben wir einen großen Teil im Kampf gegen wandernden Gedanken, den haben wir dann schon gewonnen. Und dann ist der fünfte Punkt, und der muss immer in Kombination mit dem vierten Punkt gesehen werden. Gebet ist, sich Gottes Willen zu unterwerfen. Es ist interessant, die Veränderung, die auch bei Jesus in diesem Gebet stattfindet. Ja? Oft wird der Gebet, ich glaube daran, dass Zustände durch Gebet verändert werden können. Und ich glaube auch daran, dass manchmal nicht die Umstände, ich wollte Umstände sagen, verändert werden können. Aber ich glaube auch daran, dass manchmal nicht die Umstände verändert werden, sondern der Beter verändert wird. Und in diesem Fall, ja, Jesus am Anfang seines Gebets sagt, Vater, ich will den Kelch nicht. Und Kelch stand ja für diesen Zorn Gottes, der in voller Wucht auf ihn kommen würde. Die ganze Sünde, der ganzen Menschheit, der ganzen Geschichte. Das wollte Jesus nicht ertragen, hatte keine Lust dazu. Und damit kommt er ins Gebet. Ja, das beschäftigt ihn. Dann nahm er seinen Vater mit rein. Und dann fängt es an, eine Wendung zu geben im Gebet von Jesus. Und dann sagt er irgendwann, ja, ich habe dir jetzt gesagt, was ich mir wünsche und was ich mir nicht wünsche, aber ich unterwerfe mich deinem Willen. Und was immer du für richtig hältst, das will ich machen. Und ich bitte dich, dass deine Wünsche zu meinen Wünschen werden. Wir können im Gebet nichts erzwingen. Gebet heißt Gespräch. Und dazu gehört die kindliche Bereitschaft, uns auch korrigieren zu lassen. Und wenn wir auf Gottes Stimme hören, auch Zeit der Stille nehmen, dann werden wir auch durch den Geist Eindrücke kriegen, wo er uns auf Dinge aufmerksam macht, die wir in unserem Leben korrigieren wollen. Und dann wollen wir unser Leben Gottes Willen unterordnen. Und sechstens, Gebet ist neue Kraft schöpfen. Ja? Als Jesus betet, und ich habe öfters gedacht, warum könnte ich das nicht auch mal erleben? Ja? Dann kommt so ein Engel und landet so neben Jesus und stärkt ihn. Und wenn wir das lesen, bei mir wenigstens funktioniert das so, dann denke ich sehr schnell, naja, es war ja auch Jesus, naja, es war ja auch in der biblischen Zeit und heute, wo würde das schon passieren? Und dann merkte ich irgendwann, dass in Hebräer 1, Vers 14 versprochen wird, dass uns Gläubigen Engel zur Verfügung stehen, um uns zu stärken, wenn wir es brauchen. Und wer weiß, ob nicht diese Vorfälle, wo manchmal Personen erschienen sind, gerade dann, als wir es brauchten, und die aber nichts davon wussten, ob das nicht Engel gewesen sind, die Gott geschickt hat. Als ich im Theologiestudium war, dann war ein Mitstudent, Ricky Penner aus Lita, sehr schwer krank. Und seine Eltern waren dort in Asunción bei ihm, er war in der Intensivstation. Und die wurden mit der Zeit sehr müde und dann haben wir uns als Studenten abgewechselt, um da zu übernachten, damit die Eltern zu einem Hotel fahren konnten, um besser auszuruhen. Und einmal traf es mich, ich war dran und dann fuhr ich da, ich kannte die Leute überhaupt nicht. Und bevor die fuhren, hatten wir eines der eindrücklichsten Gespräche, die ich je in meinem Leben gehabt habe. Und sie erzählten, wie die Krankheit und das Leid ihres Sohnes eine extrem schwere Zeit war für sie
Und zum anderen war es eines der schönsten Zeiten, die sie hatten. Wie widersprüchlich, nicht wahr? Und in ihrer Verzweiflung, wie sie Gott angefleht hatten und wie sie Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit so intensiv wahrgenommen hatten, wie vielleicht noch nie vorher. Ich war tief beeindruckt. Ich war so dankbar, dass ich sehen konnte, wie Gebetskampf aussieht. Und ich dachte da, ja, bis da bin ich noch nicht gekommen mit meinem Gebet. Ich will weiter dahin wachsen. Und Gott sei Dank, auf wunderbare Art und Weise wurde ihr Gebet erhört. Und der Mann wurde wieder gesund. Charles Spurgeon, einer der großen Erweckungsprediger, hat mal gesagt, der Zustand einer Gemeinde lässt sich sehr genau an ihren Gebetsversammlungen messen. Wenn Gott einer Gemeinde nah sein soll, muss diese Gemeinde beten. Und wenn er einer Gemeinde nicht nah ist, ist eines der ersten Zeichen seiner Abwesenheit eine Trägheit im Gebet. Ich will mit euch eine Gebetszeit machen. Und wir nennen das manchmal Popcorn-Gebet. Das funktioniert so, dass wir nehmen uns eine Zeit. Ich werde euch dann gleich bitten aufzustehen. Und das einfach von da, wo ihr steht, wer da will, hörbar in einem Satz oder in zwei Sätzen etwas im Gebet zum Ausdruck bringt. Ja, vielleicht ein Dank, vielleicht ein Lob, vielleicht eine Bitte. Es macht nichts, wenn es eine Weile still ist und keiner was sagt. Die Stille gehört zum Gebet dazu. Und das ist auch kein Problem, wenn zwei oder drei gleichzeitig sprechen. So, ich lade euch ein, aufzustehen. Wir nehmen uns die Zeit. Ich werde den Schluss machen und fühlt euch frei. Danke, Jesus, für dieses Gebet im Gethsemane und für das, was wir lernen dürfen, Herr. Und lehre uns zu beten, Herr. Die Dinge, die uns bewegen,
dass wir sie im Gebet in deiner Gegenwart durchkämpfen lernen. Bewahre uns davor, unsere inneren Unruhen mit anderen Mitteln zu betäuben und dräng uns mit deinem Geist dazu, uns in deine Gegenwart schieben zu lassen, um mit dir die Sachen, die uns beschäftigen und die uns belasten, durchzukämpfen und nicht aufzuhören, Herr. Bis wir sehen, dass du unsere Gebete erhörst oder bis du uns die Fähigkeit und den inneren Frieden gibst, mit den Umständen zu leben. Danke, Jesus, dass du bereit warst, für uns zu leiden. Hilf, dass dies, was die meisten von uns schon hunderte Mal gehört haben, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass das nicht nur im Kopf stecken bleibt, sondern dass diese Botschaft in unser Herz eindringt und unser Sein ganz durchzieht und unseren Umgang mit unseren Mitmenschen, dass unser Umgang mit unseren Mitmenschen das Verständnis des Evangeliums widerspiegeln kann. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir laden auch morgen wieder ein zur Karfreitag, zur Versammlung und anschließend den Abendmahl und wollen wir in Segen feiern. Nachdem wir als Versammlung ein Schlusslied gesungen haben, wünsche ich uns den Frieden Gottes und eine gute Nacht von hier aus. Nummer 252. Einen schönen Abend noch und gute Nacht.